Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2. Wir sind jetzt in Kapitel 4 von Gnadenlos, von unserem zweiten Run, und es geht weiter. So, das können wir skippen. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Außerdem hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. So, die tun wir alle leise killen, das ist kein Problem. Okay, Kleiner. Showtime. So, zack. So, zwei. Bis dann. Richtig. Nummer vier. So, die Muni einsammeln. Jetzt wird's gleich ungemütlich. So, Film überspringen. Da kommen schon die ersten Gegner. Wie praktisch. Hier ist jemand. Sie kommen von links. So, gehen wir mal hier hinter. Mal versuchen. Fang! Hä, wer hat denn mich jetzt getroffen? Und das jetzt alle? Ich komm von der Seite. Wo? Oh. Oh, danke. Danke. Das war echt knapp. Sie kommen näher. Frage ist nur von wo. Ah, da oben. Da sind zu viele. Ich hab keine Muni mehr. Sie haben Verstärkung geschickt. Bleib zurück. Ich helfe dir von hier aus. Okay, 6 Schuss haben wir noch. Mal gucken, ob das reicht. Los geht's. Hilfe! Mache ich das jetzt? Danke. Alle rechts kommen die auch noch. Mist. Hilf mir.
Nice. Geschafft? Okay, wir haben es geschafft. Ja, also die Stelle ist echt schwer, muss man sagen. Muss einfach so machen, wie ich das gemacht habe. Gehst einfach hier hinter, also hinter diesen, ja, hinter diesen Platz. Und dann campst du da einfach. Ich finde bis jetzt, das war jetzt die beste Stelle. Also, das ist die beste Stelle für hier. Du wirst ein paar Mal natürlich sterben, aber nach einer Zeit gibt es ja Checkpoints. Und, ja, dann im Endeffekt einfach die Granate in den Turm schmeißen. Musst ein paar Mal einfach, ja, versuchen. Ich bin jetzt auch ein paar Mal gestorben. Ich glaube, 10 Mal, bevor ich da reingetroffen habe. Ist nicht ohne. Und, ja, dann klappt's auch. Deswegen, also gnadenlos ist auch nicht ohne. Also, ich weiß schon, wie schwer das ist. Für mich ist es ja auch nicht leicht. Also, nicht so leicht. Deutlich schwerer als Zweier, finde ich. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. Ach, jetzt läuft die Sache. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau die... Ah! Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Wieder Harz. Das habe ich schon mal gesehen. Sully, ich brauche Licht. Oh. Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Gefunden! Nein, Spaß. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. Hau ruck! Dick! Ich hab mir wehgetan. Okay, ich kann leider nicht springen oder irgendwas. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was, nicht. Lass die Schauergeschichten. Auf geht's. So, geh mal wieder zurück. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Jawohl. So, wieder skippen. Dann, sie haben uns entdeckt. Hör zu der Einzel dazu noch mal kurz was sagen. Und zwar, das ist so, dass ich bin jetzt circa 10 Mal gestorben. Du musst Glück haben, dass sie dich nicht oft genug treffen. Kannst nichts machen dagegen. Du musst einfach laufen und so oft versuchen, bis du ja es geschafft hast, weil im Endeffekt, du musst verstehen, du hast keine Waffe, du kannst nicht schießen, du musst laufen, du hast keine andere Wahl. Und muss halt Glück haben, dass sie dich nicht so oft treffen. Okay, Leute. Also, wir sind jetzt halt am Anfang von Kapitel 5 und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Bis gleich.